Wir schauen uns heute die dümmsten Verbrechen an, die ich gefunden habe mit meinem Team. Und wir fangen direkt mit Deutschland an. Im Jahr 1945 in Brandenburg waren 5 Männer knapp bei Kasse und planten halt einen Raubüberfall, wie man es halt normalerweise macht. Nur sie wollten unbedingt, dass der Überfall gewaltlos abläuft. Sie haben also einen LKW gestohlen, fuhren nachts an die Bank ran und schlugen die Fenster ein und umwickelten einen Geldautomaten mit einem Seil, also mit einem Stahlseil. Seil, normales Seil wäre dumm, damit sie halt den Bankautomaten einfach wegziehen können mit dem LKW. Und das war auch soweit erfolgreich. Und es klingt wie ein erfolgreicher Plan. Aber vielleicht hätten die Männer genauer hinschauen sollen, was sie da klauen. Denn am Ende haben sie einfach nur einen Kontoauszugsdrucker geklaut. Aber wenigstens hatten sie danach Papier, also konnten sie neue Pläne darauf zeichnen. Nur der Geldbeutel war halt immer noch leer. Auch in Wuppertal wollte jemand ohne Gewalt eine Bank ausrauben und hat es mit einem "Das ist ein Überfallzettel" versucht. Blöd war nur, dass er das Ganze auf einen Zettel geschrieben hat, auf dem seine Adresse zu sehen war. Nachdem der Mann nach Hause ging, hat die Polizei ihn schnell gefunden. 2018 hat sich ein 18-Jähriger ähnlich dumm angestellt. Er brach in ein Haus ein, packte sich paar Wertgegenstände wie Schmuck und so weiter ein. An sich klingt das jetzt wie ein erfolgreicher Raub und der war auch an sich damit erfolgreich, jedoch hat er auch etwas anderes mitgehen lassen. Die Online-Banking-Daten des Hausbesitzers. Aufgeflogen ist er dann, als er sich selbst hohe Summen überwiesen hat, auf das Konto mit seinem vollen Namen und seiner Adresse. Jetzt gehen wir aber erstmal raus aus Deutschland und machen einen kleinen Abstecher nach Mallorca. Denn in Mallorca versuchte ein Mann, eine Bank auszurauben. Nur anstelle eines Einbruchs ging er an den Tresen und verlangte 10 Millionen Euro. Die Bank hatte leider nicht so viel Bargeld, dass er halt klauen könnte, und haben ihm eine Überweisung angeboten. Und für ihn scheint das ziemlich okay zu sein und war auch zufrieden damit, dass er den Bankangestellten sogar seinen Ausweis gegeben hat, damit dieser die Überweisung ordentlich machen konnte. Viel von dem Geld hat er jedoch nicht gesehen, denn er wurde recht schnell von der Polizei gefunden. Ich frage mich echt, wie man so dumm sein kann. Aber weniger dumm beim Verbergen seines Aussehens war ein Verbrecher in West Virginia. Leider verfiel er dem Social Media zum Opfer, wie wir alle eigentlich. Denn während er sich Wertgegenstände in die Tasche steckt, findet er den Familien-PC. Den nimmt er zwar nicht mit, weil wahrscheinlich ist es zu schwer, aber er will auf dem PC sein Facebook checken und vergisst sich auszuloggen. Auch hier wieder mit Vollnamen und Adresse. Das scheint irgendwie ein Schema zu sein. Beim dritten amerikanischen Einbruch wurde ein Mann während seines Einbruchs in Oak Hill von den Hausbesitzern überrascht und konnte sich erfolgreich verstecken. Aber der Ehemann scheint ein Witzbold gewesen zu sein, denn der Einbrecher musste in sein Versteck lautstark lachen über den geraden erzählten Witz, der eigentlich für die Ehefrau gedacht war. Kurz darauf verging ihm wohl das Lachen, weil er dann verhaftet wurde. Und jetzt gehen wir nach Amerika zu einem meiner Lieblingsfälle. In Iowa sind zwei Männer, Matthew und Joey, auf eine sehr gute Idee gekommen. Denn Masken sind ja auch teuer und etwas irrelevant und kosten halt auch ein bisschen viel. Außerdem kann das auffällig sein, wenn du dir vorhin Raubzugmasken kaufst. Und deswegen kamen sie auf die Idee, sich mit Farbe anzumalen, um unerkannt zu bleiben. Der Raub war erfolgreich und sie konnten sogar entkommen. Nur dumm ist, dass sie die Farbe nicht mehr abbekommen haben, als sie versucht haben, das mit Wasser abzuwaschen. Es war wohl nicht so schlau, mit einem Permanentmarker sich im Gesicht anzumalen. Die Polizei hat die Kandidaten sehr schnell gefunden und auf den Polizeifotos sieht man sogar noch den Edding. Zum Abschluss kommen aber etwas anderes, denn die erste Frau ist hier drin, die in Louisiana in eine fremde Wohnung eingebrochen ist, schnappte sich ein paar Snacks und ließ sich ein entspanntes Bad ein. Das klingt irgendwie wie so eine Story auf einer anderen Plattform. Überraschte Bewohnerin rief daraufhin die Polizei und so endet leider der Wellness-Ausflug. Natürlich gibt es jetzt noch 1000 weitere dumme Verbrecher, aber ich denke, das war's für dieses Video erstmal. Wenn ihr mehr sehen wollt, liked das Video, schreibt in den Kommentaren, welcher Verbrecher euer Liebling war und zeigt das Video deinen Freunden, falls ihr einen Einbruch plant, wie ihr es nicht machen solltet. Falls du bei solchen Videos helfen willst, kannst du auch in den Link in der Beschreibung mein Yami-Helferprogramm beitreten. Da hilfst du mir solche Recherchen oder Schnitt oder auch Skript schreiben, wie es hier Pilzchen gemacht hat. Und hier verabschiede ich mich hier erstmal. Bis zum nächsten Video.